Du wünschst dir als Fotograf oder Filmemacher mehr Sicherheit und Stabilität in deinen Einnahmen? Dann erkläre ich dir genau jetzt, wie das funktioniert. Bei super vielen ist es nämlich so, dass egal ob sie es neben- oder hauptberuflich betreiben, die ganzen Einnahmen, die sie generieren, also den Umsatz über Shootings oder über Produktion, dass die sehr schwankend sind. Also das kann natürlich saisonal bedingt sein. Ne? Klar, wenn du jetzt zum Beispiel im Bereich Hochzeiten unterwegs bist und da deine Kunden mit Fotos oder Filmmaterial begeisterst, dann ist es natürlich tendenziell schon so, dass in der Sommersaison mehr geheiratet wird als im Winter. Was nicht bedeutet, dass es im Winter gar keine Hochzeiten gibt, aber die fallen zumeist kleiner aus als im Sommer. Oder wenn du in anderen Bereichen, ne, Kita- und Schulfotografie unterwegs bist, gibt es auch nur gewisse Monate oder Phasen, wo dann genau dieses Produkt, was du gerade anbietest, gefragt ist. Und natürlich kommt es dadurch zu Umsatzschwankungen, sodass du in einigen Monaten vielleicht super starke Monate hast, dann vielleicht sogar mal wieder Monate, wo es super schwach ist oder du sogar Flauten hast, ne, und mal 2, 3, 4 Monate gar nichts mit deiner Arbeit verdienst. Für den einen oder anderen mag das okay sein, aber bei vielen, gerade bei denjenigen, die das Ganze nebenberuflich betreiben und planen, da mehr draus zu machen, sorgt diese Instabilität im Umsatz natürlich auch für so eine gewisse Unsicherheit. Und bei super vielen ist es so, dass sie wirklich den Wunsch oder Traum haben, eines Tages davon leben zu können oder zumindest mehr Geld damit zu verdienen, um entweder einfach so die Familienkasse aufzufüllen, sich einen tollen Urlaub zu leisten oder ja vielleicht das neueste Equipment anschaffen zu können, ohne große Bauchschmerzen zu haben. Aber bei vielen ist es auch so, dass sie sich wirklich wünschen, den Hauptberuf ein Stück weit zu reduzieren und über die Einnahmen aus der Foto- und Videografie das Ganze auszugleichen oder vielleicht sogar zu verbessern, um dann langfristig in die volle Selbstständigkeit zu wechseln. Aber der Punkt, der die meisten hindert, sind tatsächlich diese schwankenden Einnahmen, diese Instabilität, die sie verspüren. Und dann sagen sie sich, ach, wenn ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber bleibe, da habe ich ja zumindest die Sicherheit, dass ich immer fix am Ende des Monats weiß, was ich raus habe. Und egal, was passiert, ne, die Verantwortung liegt nicht bei mir, sondern bei meinem Arbeitgeber, mir das Gehalt auch pünktlich auszuzahlen. Das hat aber bisher immer geklappt, von daher bleibe ich da einfach. Wobei das Herz eigentlich in eine ganz andere Richtung schlägt und man sich anderes wünscht. Und was vielen jetzt schwerfällt, ist da eine gewisse Struktur reinzubringen. Ich meine, klar, auch du, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, bist mit Sicherheit super kreativ veranlagt, hast ein gutes Auge für den Moment und schaffst es einfach, tolle Sachen mit deiner Kamera einzufangen. Und genau das ist auch deine größte Schwachstelle. Denn gerade weil du so kreativ bist und deinen Kunden so tolle Bilder oder Videos präsentieren kannst, fällt es dir auch schwer, gewisse Strukturen oder Zusammenhänge zu erkennen und zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich sinnvoll und was mache ich nur, weil es mir eigentlich super viel Spaß bereitet, am Ende aber gar nicht so ein großes Ergebnis gibt. Konkret, viele Foto- und Videografen beschäftigen sich häufig mit sehr vielen kleinen Dingen, die am Ende aber nicht wirklich was bringen. Also wer kennt es nicht? Jeder hat schon mal Ewigkeiten an seinem Logo gearbeitet oder sich Wochen oder Monate lang Gedanken darüber gemacht, wie er seine Website jetzt nennen könnte oder sich selbst, sein Unternehmen, hat da ein super kreatives Logo selbst ausgearbeitet oder ausarbeiten lassen, an der Website getüftelt, hier und da noch Text und Schrift und Bilder verändert und das Design und das Layout. Und jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Anfragen generierst du wirklich konstant über deine Website? Kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und so konstant und planbar läuft das Ganze dann doch nicht. Im Gegensatz zu den Stunden, die du konstant damit verbracht hast, wirklich daran zu arbeiten. Und genau das ist das, was ich meine, dass es vielen schwerfällt, wirklich den Fokus auf die richtigen Sachen zu legen. Ich meine, gerade heutzutage mit dem Internet hat man etliche Möglichkeiten, sich im Bereich Foto und Videografie weiterzubilden. Also es gibt bei YouTube alleine schon etliche Stunden an Material, die man nutzen kann, um sich technisch fortzubilden. Man kann sich online super viel Inspiration holen. Aber keiner erzählt dir so richtig, wie du planbar dein Geschäft aufstellst. Also wie du es schaffst, mit wenig Zeitaufwand die richtigen Sachen zu machen, die dir dann sogar auch Spaß machen, damit du dich vollends auf deine Leidenschaft fokussieren kannst. Also wirklich auf Aufträge, die dich kreativ reizen, die fair bezahlt sind, wo die Kunden freundlich sind und so weiter. Das ist natürlich schwierig online zu finden, weil das auch immer super individuell ist. Also es kommt darauf an, wo du gerade stehst, ob du wirklich einem Vollzeit-Hauptberuf nachgehst, vielleicht parallel auch noch Familie, Kinder, andere Verpflichtungen hast
und das nebenher machst, aber trotzdem gerne konstanter deine Einnahmen gestalten würdest, oder ob du vielleicht den Sprung bereits gewagt hast, eine Ausbildung, ein Studium in dem Bereich gemacht hast, das Ganze voll, also als vollen Erwerb betreibst, Vollzeit machst und da irgendwie noch nicht so richtig weißt, wie du dich aufstellen sollst, weil es Monate gibt, wo du super viel zu tun hast, auch gar keine Zeit dafür hast, dich mit irgendwelchen Maßnahmen jetzt zu beschäftigen. Dann aber wiederum die Monate kommen, wo keine Aufträge da sind, wo die Einnahmen so gut wie weg sind oder sich zumindest drastisch minimieren und du dich wirklich hinsetzt und fragst, okay, was soll ich jetzt tun? Dann tüftelst du an irgendwelchen Sachen, ohne zu wissen so richtig, bringt mir das was oder bringt mir das nichts? Und bei uns ist es so, dass unsere Kunden natürlich auch ein super tolles Netzwerk haben, ne, an Gleichgesinnten. Ich meine, wer kennt es nicht? Es ist immer schön, sich mit Leuten auszutauschen, die dieselben Interessen teilen. Und gerade bei unserem letzten Kundenevent hat man natürlich auch gesehen, dass es vielen ähnlich geht. Und meistens hilft es da, sich einfach schon so ein bisschen auszutauschen, hier und da mal einen Tipp einzuholen, zu schauen, okay, wie gehst du das Ganze an, wie mache ich es, und sich da so ein bisschen gegenseitig auch zu motivieren. Ne? Das ist gerade in dieser Branche halt super, super wertvoll, aber natürlich auch in anderen, so dass man sich einfach austauschen kann, Personen hat, die vielleicht ja da sind, die man mal fragen kann, wo man mal mitgehen kann, wenn man gewisse Unsicherheiten hat oder neue Bereiche für sich erschließen möchte, dass man einfach schaut, wie machen das andere. Und natürlich unterstützen wir auch bei diesem Prozess in Form von wirklich festen Strukturen, damit es dir als Kreativen quasi leicht fällt, das, was nun mal getan werden muss, wenn du es beruflich betreibst, ob haupt- oder nebenerwerblich, diese ganzen bürokratischen Dinge einfach super schnell und einfach in den Griff zu bekommen, damit du dich mit vollem Fokus auf deine eigentliche Leidenschaft konzentrieren kannst. Und dann wirst du merken, wird dir das Ganze auch leichter fallen. Du wirst vielleicht mutiger sein, dich in gewisse Bereiche reinzuwagen, neue Bereiche zu erschließen, vielleicht nicht mehr nur Porträts zu machen, sondern auch etwas ausgefallenere Dinge oder ja, neue Bereiche auszutesten. Wie ist es mit Tieren vor der Kamera? Ist das vielleicht ein Bereich, der dich interessiert? Oder Kinder, ganz kleine Babys vielleicht oder auch etwas größere Kinder, Familienshootings. Wie sieht's aus mit besonderen spannenden Filmprojekten, die du vielleicht bisher noch nie getestet hast, weil du dich nicht rangetraut hast? Wenn der Grundstock erstmal da ist, die Basis da ist, ein sicheres Umfeld, ne, auf dem du quasi stehst, dann fällt es dir auch viel leichter, wieder kreativ zu arbeiten und wirklich in die Bereiche reinzugehen, wo du dich wohlfühlst. Und dann halt zu schauen, okay, was ist mit meinen Einnahmen? Sind die jetzt tatsächlich konstant und planbarer für mich, oder ist es immer noch so eine Achterbahn? Den einen Monat so, den einen Monat so, und was in 3 Monaten ist, kann dir keiner sagen. Also um da einfach so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, hilft es definitiv, sich mit anderen auszutauschen, zu schauen und natürlich gerne auch mit uns zu sprechen, um mal zu schauen, wo stehst du denn persönlich? Was ist für dich als Einzelnen oder als Einzelne jetzt wirklich wichtig? Wo steckst du gerade fest? Was siehst du vielleicht nicht? Wo hast du blinde Flecken, an denen man gut arbeiten kann? Wie gesagt, das ist natürlich immer super individuell, weil klar, unterm Strich am Ende des Tages arbeitet jeder mit einer Kamera, der sich in dem Bereich bewegt. Aber trotzdem bist du als Person und auch die Bilder oder Videos, die du für deine Kunden aufnimmst, sind ja super individuell. Und genauso individuell wie dein Bildmaterial ist, genauso individuell ist natürlich auch deine Situation, an der man arbeiten muss. Wenn du schauen möchtest, wie das Kundenevent, von dem ich vorhin gesprochen habe, konkreter aussah, was wir da so für Strukturen mit an die Hand gegeben haben, dann verlinke ich dir hier mal ein Video. Und wenn du dich generell technisch noch ein bisschen weiterbilden möchtest, schauen möchtest, wie kannst du dich vielleicht auch im Geschäft oder auch in der Technik besser aufstellen, um langfristig deine Kunden noch zufriedener zu stellen, deine Umsätze zu steigern und ja, einfach deiner Leidenschaft nachzugehen, dann schau gerne mal auf unserem Shop vorbei. Da findest du Bücher, Kurse, alles Mögliche, was das Herz begehrt, und kannst dich da sehr gerne noch mal weiterbilden.